Was sind Ihre Visionen für die Mannschaft, für den Verein? Meine Vision ist sicher, auf Dauer gesehen den FC wieder dahin zu führen, wo er hingehört. Wir waren in meiner Zeit, in der ich gespielt habe, waren wir so wie Bayern München heute. Dahin zu kommen ist sicher ganz, ganz schwierig, weil der Weg so weit ist. Aber die Hoffnung und der Wunsch und die Vision ist, dass wir wieder nach vorne kommen. Wie weit das möglich ist, kann ich nicht sagen. Und auch wie schnell das geht, kann ich nicht sagen. Ja, es war eine sehr schwierige Situation. Es war dann auch in der Rückrunde, war mit Overath und Kaspers. Also Kaspers, der aktuelle Präsident, Overath war so ein bisschen als Beirat mit dabei, als natürlich Ex-Spieler mit Fußballkompetenz. Und man gesehen hat, okay, er will diese Position. Und hat die dann schlussendlich auch bekommen, wurde dann als Präsident gewählt. Es war so, dass die Stimmung auch in der Mannschaft war sehr angespannt. Es gab auch natürlich Gruppen, Kölner Spieler auf der einen Seite, dann Auswärtige, wo es einfach auch schwer war, die zu integrieren. Um da so eine Gemeinschaft zu formen, die dann auch sagen kann, okay, wir können uns da wirklich auch gegen diesen Abstieg stemmen. In der zweiten Hälfte zog dann der HSV wieder an und nutzte die Kölner Defensivmängel schonungslos aus. Madavikia und Barbares 2-1, 52. Minute. Schlussendlich muss man auch klar und deutlich sagen, dass wir zu wenig Qualität hatten, ja, in dieser Zeit, um jetzt da auch mehr herausholen zu können. Und ich habe das natürlich auch vermittelt. Es war kein Geld vorhanden, das wusste ich. Ja. Man konnte dann auch im Winter nur zwei, sagen wir mal, sogenannte Nachwuchsspieler mit Hoffnung verpflichten. War für mich kein Problem. Ich habe gesagt, okay, ich kann arbeiten, ich kann die weiterentwickeln. War aber so, dass dann halt einfach durch die Ergebnisse, schlechte Stimmung, Abstieg, das natürlich eine ganz andere Dimension bekommen hat. Es gab auch im Team drin dann natürlich, wenn du versuchst, dann auch alteingesessene Spieler, wo vielleicht die Leistung nicht mehr stimmt, dann auch durch andere zu ersetzen, ist dann natürlich auch immer die Gefahr, dass da Missstimmung aufkommt, ja, dass die auch spüren, okay, wir kommen langsam in ein Alter, wo wir uns vielleicht mal Gedanken machen müssen, ist für die Stimmung auch nicht gut, ja, und wir haben dann in dem Sinne auch nicht konsequent gehandelt, dass wir gesagt haben, okay, der und der Spieler geht nicht fair, da müssen wir wirklich konsequent sein, und das war im Nachhinein war das sicher auch ein Fehler, ja. Ist aber in dem Sinne auch eine Erfahrung, die ich dann im Speziellen gemacht habe. Und natürlich jetzt auch zu meinem Schatz gehört, den man natürlich dann auch nicht mehr wieder macht, weil man einfach auch merkt, dass es schlecht ist für das Team, für das Ganze drumherum.